ich war zu Hause gestern und du hast vielleicht in den letzten Wochen gemerkt, Berti geht's nicht. So gut. Aufpassen. Schatz, oh, hey, hey, Jungs, Jungs, ich bin gleich da. Ja, wegen einer Sache. Ja, ist gleich. Schatz, guck mal. Ja. Hier die Freundinnen von Tobi und den Jungs, die sind super zufrieden. Ja. Ob es um Haushalt geht, ob es um den Sport geht. Machen ja alle Sport. Ich mache ja auch bald wieder. Ja. Und auch mit dem Körpermaß. Also auch um ein ganz bestimmtes Körpermaß. Da sind die Freundinnen alle super zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit dir, mit dem Haushalt, mit deiner Persönlichkeit. Schatz. Ja, gut, aber auch im besten Stück. Also ist ja da. Du meinst jetzt die Größe? Genau, ich bin ja afrikanisch angehaucht. Ne? Wurzeln sind ja zum großen Teil afrikanisch. Ghana, ne? Es liegt relativ weit oben. Und ja, also das ist der Durchschnitt wahrscheinlich. Aber Schatz, es gibt auch schlimmere. Und außerdem. Ich wusste das. Ich hab das die ganze Zeit gemerkt, auch wie du mich angeguckt hast. So. Nein, Schatz, du bist super, wirklich. Es gibt echt schlimmere, also so schlimm ist es jetzt. Ach, echt? So klein ist er jetzt nicht, aber... Also du hattest da auch schon Schlimmeres, ne? Ja, deshalb, das ist... Oh, ich dachte schon, für einen Moment echt. Ja. Klein, aber klein ist ja nicht gleich ganz klein, ne? Klein ist ja so ein großes Klein. Ja, so ein großes heißt, Klein? Ja. Ach, nein, wusste also ich doch. Also ein klein. Aber kein winzig klein. Oh, ich hab das die ganze Zeit gemerkt, wie du mich anguckst, angewidert. Du hast mich so angeekelt angeguckt. Nein, Schatz. Ich ekel dich an. Nein, du hast eine super Persönlichkeit. Das kann ich mir nicht erzählen. Das Ding ist keine 80.000 wert. Ich zahle da maximal 79.000. Das ist noch Schicht. Ja, okay, Schatz. Wir müssen jetzt endlich mal nach Hause und Berti füttern. Ja, ich wollte sowieso mit dir über Ferdi reden. Berti. Das Ding. Berti, Ferdi, das ist alles dasselbe. Das Ding ist, ich war beim Tierarzt. Was hat er mir gesagt? Wie, du warst beim Tierarzt? War letzte Woche beim Tierarzt. Ja, letzte Woche. So ein Hund braucht Pflege. Da ich lege ihn seit 10 Jahren. Ganz genau. Und warte mal, was der Arzt gesagt hat. Der ganze Rücken von Berti völlig krumm von den ständigen Streicheleinheiten. Du hast das Tier zu Tode hast du das gestreichelt. Zu Tode. Jedenfalls, ich war da und habe gesagt, ich will das Beste für den Hund. Du weißt ja, ich bin ein Tierfreund. Ich bin ja für Hunde, Katzen und dieses ganze Gefiech. Und der hat gesagt, den muss man einschläfern. Ich habe gesagt, nein. Berti gehört zur Familie. Wie, den muss man einschläfern? Ja, genau, so habe ich es auch gesagt. Wie, den soll man einschläfern? Er sagt, der Hund leidet. Ich habe gesagt, dieser Hund bleibt am Leben. Das ist ein Teil unserer Familie. Hab dann erstmal eine Herzmassage eingeleitet. Zack, 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 Berti. Aber hat nicht funktioniert. Mussten Berti einschläfern. Was? Ja, und das sagst du mir erst jetzt? Ja, aber warum ist er denn jetzt eingeschläfert worden? Weil du den Hund systematisch kaputt gemacht hast. Über Jahre. 10 Jahre. Ich hab... Ganz so Rücken krumm gestreichelt. Muss ich wirklich mal Gedanken drüber machen. Ich hab mich um ihn gekümmert, 10 Jahre. Ich hab ihn geliebt. Ja. Das war ein Teil meines Lebens. Hast du wirklich toll gemacht. Du weißt selber, dass du nicht gut mit Kindern kannst. Und jetzt das mit dem Hund, da muss ich mir auch überlegen, ob ich mit dir noch Kinder will. Was? Ja, tut mir leid. Ich geh jetzt mal hier verhandeln wegen dem Bums. 80.000, ich spinne doch. Nicht mit mir! Hä? Nee, Mutti, du hast jetzt eine ganz Liebe. Aber wenn es dann heißt, ab ins Bettchen, dann aber BUM! Kannst du wirklich keinem erzählen, ne? Gib die Luzi ab. Wahnsinn. Mit Mutti fühlst du da? Mutti. Du erzählst deiner Mutter über unsere Bettgeschichten? Warte mal ganz kurz, Mutti. Ja, bin gleich wieder da. Hör mal zu, das ist meine Mutti. Die möchte wissen, wie es ihrem Sohn geht und die hat auch ein Anrecht darauf. Das hat sie gar nichts anzugehen, was wir im Bett machen. Das ist so ein Quatsch! Von der habe ich doch alles gelernt! Ja und? Du kannst doch nicht über intime Sachen mit deinen Eltern sprechen. Das macht dir doch nicht so im Kopf, dass meine Mutter... Denkst du, die postet dann bei Facebook hier, die ist eine Granate im Bett? Wie soll ich den... Die freut sich doch für mich, dass wir da so aktiv sind. Ach so, und wie soll ich den nochmal ins Gesicht schauen? Keine Ahnung, aber du machst jetzt wirklich ein Fass auf, wo keins ist. Die findet das ganz toll. Ich habe ihr auch von dieser Technik erzählt. Mhm. Baff, also da kann sie sich von dir nur eine Scheibe abschneiden, hat sie gesagt. Das ist ein Arschloch. Das ist meine Mutti, mein Gott. Nur weil du da mit deiner nicht so eine gute Verbindung hast, die dich hier Babyklappe technisch abtreten wollte, heißt ja nicht, dass du mich das mit meiner Mutter kaputt dingsten. Nee, ist ja ganz Liebe. Ja, aber warte mal kurz, Mutti. Ja, da ist halt was verfangen. Na, Schatzilein, geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Du weißt ja, ich finde dich echt klasse, wie du bist. Ne? Du hast echt eine tolle Ausstrahlung. Ach. Du hast Haare auf dem Kopf. So süß. Ja, und ich wollte dir einfach mal sagen, dass ich dich toll finde, so wie du,
die du dich so gibst. Schatz. Ich hatte letztens einen Flyer gesehen, muss ich gleich an dich denken. Also jetzt völlig zufällig. Ja. Da ging es um Misswahlen oder so. Ja, nee, Chirurgie. Ne? Also das ist hier, man kann ja, es gibt Chirurgie, Unfallchirurgie, wenn du dir weh tust, dann wirst du wieder zurechtgeschnitten. Aber dann gibt es halt auch was, wo man Körperteile verändern kann. Und ich dachte, dass man da vielleicht irgendwie mal hingehen kann und vielleicht einfach mal ein bisschen was an dir ändert. Also jetzt, ich finde dich ja toll, wie du bist, aber vielleicht dachte ich... Okay, und an welche Körperteile hast du da so gedacht? Ja, alle. Also jetzt, ich meine jetzt nicht alles auf einmal, aber dass man da Stück für Stück wirklich zu einem guten Ergebnis kommt, wo ich dann auch sage... Schatz, ist das dein Ernst? Ich soll mich operieren lassen? Ja, was heißt, ich würde es ja auch bezahlen, mein Gott. Es wäre doch schön, wenn wir rausgehen können und auch vielleicht mal jemand hinterher schaut und sagt, der Nelson, der hat wirklich ein Mädel. Du bist so ein Vollidiot, wirklich. Geh einfach. Ach komm, ich bin so ein bisschen verklemmt. Ein bisschen schnibbeln. Spinnst. Ja, will ich aber nichts mehr hören, ne? Das ist echt eine Zicke. Gott. Arsch. Ach, mein kranker Schatz. Hier, ich habe dir eine Gemüsesuppe gemacht. Ach. Iss die mal und danach wird es dir auf jeden Fall besser gehen. Ist das jetzt aus dem Maggi oder hast du die gemacht? Nee, die habe ich gemacht. Soll ich dich füttern? Schatz, ich finde ja, ich probiere mal, ja? Okay. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Hallo? Schatz, das ist ekelhaft! Wie ekelhaft? Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin schon krank wegen deinem Kochkünst. Du kochst echt zum Kotzen! Ist dein Ernst? Du bist so... Das schmeckt widerlich! Das schmeckt nach Erbrochenem oder so! Ja, dann geh selber in die Küche und koch. Ich hab dir so viel Mühe gegeben. Ganz ehrlich, Schatz, ich habe dich wirklich lieb, aber kochen ist nicht so deine Welt. Aber ich weiß es zu schätzen. Ja, okay, dann bleib krank. Ich weiß es zu schätzen, aber es hat wirklich Kacke geschmeckt. Es hat nach Kacke geschmeckt. War ekelhaft. Schon bin ich wegen deinem Essen krank. Grün ist auch nicht schlecht. Schatz? Was denn? Weißt du schon, was du mir schenkst? Ach, du bist echt, du bist so eine kleine Weihnachtsmaus, ne? Du kannst dich echt nicht davon trennen. Also ich denke mal, dasselbe wie letztes Weihnachten. Also das schien dir ja gut zu gefallen, oder? Weihnachten. Es ist August. Weihnachten ist erst im Dezember. Hä? Und warum willst du denn jetzt schon wissen, was ich dir schenke? Schatz, was ist morgen für ein Datum? Der 23. August! Ja, und was ist am 23. August? Ja, Montag, weiß ich. Ist ätzend, aber was soll man machen, mein Gott? Schatz, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? Ja, hier. 9 Monate. Ja, okay, jetzt denk doch mal nach. 23. August. Hat doch Spaß! Ich weiß doch, jemand hat einen Geburtstag! Ja. Nee, ich hab da schon mir echt was Tolles überlegt. Also, weiß ich nicht, ob es dir gefällt, aber ich hab mir da schon mal Gedanken gemacht. Hast du vergessen? Nee, ich hab da wirklich mir Zeit genommen und auch was gefunden, wo ich glaube, dass dir das ganz gut gefallen wird. Achso, und was zum Beispiel? Ja, hier mit Dings. Hey Schatz. Hi, Schatz. Sie schmeckt genau. Schau mal, kennst du dieses Fitnessfood? Fitnessbuch? Ja. Meine Ex hat immer Fitnessbücher gelesen. Ey, die war so im Sportfilm, hatte auch echt eine krasse Figur. Also, du hast auch echt eine interessante Figur, aber sie war wirklich immer so richtig durchtrainiert, ne? Ey, meine Ex, jetzt kommt alles, ne? Wenn man so ein Mensch, an so einen Mensch denkt, dann kommt alles rein. Ja. Wir hatten schon echt eine tolle Zeit. Die war auch nicht so verklemmt wie du, ne? Wobei ich das bei dir ja mag, du hast ja diese Bravo auch, aber die wirklich immer Vollgas, ne? Ist immer einen schönen Abend, sag ich mal. Wir liegen ja da, beziehungsweise du mit so einem Stock. Und der war das wirklich interessant. Und Lippen, boah, die hatte so volle Lippen. Die war keine Afrikanerin, aber du hast so afrikanische Lippen. Du bist ja mehr so dünnlippig, so als jetzt eingefallene Lippen. Aber die hatte. Wie meine Ex. Wobei die hatte noch so einen feineren Schlag, ne? Da hat er mal so ein bisschen gezogen noch. Ja, ich hab's gehört. Du hast gefurzt, okay, ist jetzt erstmal komisch. Ich kenne das auch nicht, dass die Frau einfach furzt. Aber letztendlich ist ja auch gesund, wenn man das einhält. Das kannst du zu Schwellungen im Darm führen und dann hast du Durchfall. Das war so kacke. Das ist echt falsch. Nee, lass mich auch mal ausreden. Dann bin ich zum Tierarzt gefallen gestern. Scheiße. Ja. Lass mich auch mal ausreden. Scheiße. Zeig mal.
ich war zu Hause gestern und du hast vielleicht in den letzten Wochen gemerkt, Berti geht's nicht. So gut. Auf einmal Riesenmücke im Winkel. Sorry. Und die Katzen und die anderen Viecher. Ich hab gesagt. Hab erstmal eine Herzmassage eingeleitet. Zack, 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 zack. Oh Gott, es. Zu welchem Tierarzt bist du denn gegangen? Hey, hier, Doktor, Doktor, Dings. Und er hat gesagt, der ganze Rücken ist wund, weil du da wirklich.